Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News, die erste News im neuen Jahr. Und was soll man sagen, so richtig News gibt es eigentlich gar nicht, so ein paar Kleinigkeiten, aber der Großteil ist halt Gerüchte. Man merkt halt, das Jahr hat erst begonnen und man weiß noch nicht so recht zu sagen, was das neue Jahr bringen wird. Auch einfach, weil sich die Hersteller relativ bedeckt halten. Deshalb, schauen wir mal, was die Gerüchte sagen und was ihr davon haltet. Viel Spaß dabei. Aber eine erste richtige News gibt es seitens Microsoft, denn es gibt einen neuen Trailer zu Weihnachten vom Flight Simulator und der zeigt die neue Wettersimulation. Da hat man ja schon die ersten Eindrücke aus dem ersten Trailer gehabt, aber jetzt zeigt man noch das Schneegestöber und Mann, ich kann immer wieder nur sagen, dieses Spiel sieht absolut beeindruckend aus. Schaut euch den Trailer am besten mit Sound an. Xbox-Chef Phil Spencer, der äußerst sympathische Typ, der ja, sage ich mal, so ein bisschen das Boot für Microsoft gerettet hat nach dem Desaster von 2013, hat sich nun zur PlayStation geäußert. Der hat zwar nicht sehr viel gesagt, aber er hat gesagt, er findet es gut, dass Mark Cerny, also der Systemarchitekt der PlayStation, vor allem Wert auf die SSD legt. So kann man zumindest eine gleichbleibende Entwicklung neuer Spiele gewährleisten und damit auch massiv die Ladezeiten auf beiden Konsolen verkürzen, ohne dass man irgendwelche Kompromisse eingehen muss. Finde ich auf jeden Fall eine prima Aussage von ihm und ich finde, der Mann ist auch einfach so grundsympathisch. Aber es gibt noch eine News tatsächlich, und zwar PlayStation Plus ist ja diesen Monat wieder aktuell, wird demnächst erscheinen. Und was bekommt ihr diesen Monat? Ein ziemlich cooles Paket, wie ich finde. Denn ihr bekommt die Uncharted Collection. Die enthält alle drei PS4 Remaster von Uncharted und das ist auf jeden Fall schon mal geil. Das zweite Spiel ist der Goat Simulator. Das ist jetzt nicht unbedingt das beste Spiel, was ihr jemals spielen werdet, aber auf jeden Fall eine sehr witzige Unterhaltung. Ihr werdet viel zu lachen haben. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Gerüchten, denn nachdem wir ja letztes Mal das Gerücht haben, dass die PlayStation wesentlich schwächer ist als die Xbox, das heißt, die PlayStation soll nur mit 9,2 Teraflops laufen, während ja die neue Xbox Series X mit 12 Teraflops läuft, gibt es nun wieder von dem YouTuber Hip-Hop Gamer und ich will das ganz, ganz fern betrachten, weil das ist immer so ein bisschen schwierig, irgendwelche YouTube-Videos zu bewerten. Aber der sagt jetzt, dass die PlayStation 5 genauso eine Abwärtskompatibilität wie zum Beispiel die Xbox haben soll. Also alle Spiele sollen hochgerendert werden, zum Beispiel auf 4K. Unter anderem sollen PS1, PS2 und PS3 Spiele mit der neuen PlayStation spielbar sein. Und natürlich auch PlayStation 4 Spiele. Ja, das ist soweit so schön. Ich könnte mir jetzt auch irgendwelche Gerüchte einfallen lassen, aber ihr könnt trotzdem mal eure Meinung dalassen, ob ihr die Abwärtskompatibilität braucht oder nicht. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich würde es feiern, weil dann hätte man hier nur noch eine Konsole stehen. Entgegen der Gerüchte sprechen damalige Gerüchte, denn die haben gesagt, dass die PlayStation zwischen den verschiedenen Gens unterscheidet. Das heißt, den Prozessor dementsprechend runtertaktet und die Auflösung nicht hochskaliert. Das heißt, das sind zwei völlig unterschiedliche Aussagen, aber vielleicht auch der Grund, warum Sony das jetzt noch verschiebt. Also man vermutet ja, ach, es ist so unangenehm, aber man vermutet ja, dass Sony sich damit verspätet. Microsoft hingegen hat schon vollständig bestätigt, dass die Xbox Series X gleich von Anfang an mit der Abwärtskompatibilität rauskommen wird. So, und wo wir gerade bei 4K-Konsolen sind, die Switch Pro ist mal wieder Thema. Und hier gehen wir schon mehr in die Richtung eventuell bessere Gerüchte als von irgendeinem YouTuber, der das auf YouTube sagt. Denn die Switch Pro, über die wir ja schon so oft gesprochen haben, soll 4K-Unterstützung bekommen. Und warum sage ich, das geht schon mehr in Realität rein? Weil Serkan Toto, der damals auch die Switch Lite korrekt vorhergesagt hat, nun sagt, dass die Switch Pro im Sommer erscheinen wird. $399 bzw. wahrscheinlich 399 € wird sie wohl kosten, soll Spiele in 4K darstellen können und eine Stelle ist ein bisschen ungünstig übersetzt worden, denn angeblich sollen die Cartridges größer sein. Ob das jetzt heißt, die Cartridges werden über 64 GB wachsen, weiß man derzeit nicht. Vielleicht heißt es allerdings auch einfach, die Cartridges werden wirklich größer, also im Format,
dann wäre das ein ziemlicher Todesstoß für eine Switch Pro meines Erachtens nach, weil dann wäre es ja eher schon eine Switch 2. Ja, jedenfalls Switch Pro reißt nicht ab. Die Gerüchte bestehen weiterhin und ich bin gespannt, was dabei rumkommen wird. Aber es gibt definitiv noch zwei News, die auch wirklich Fakten sind, denn die PEGI hat nun endgültig die Metro Redux Collection für die Nintendo Switch auch bewertet. Die ist ja vorher schon bei einigen Händlern aufgetaucht für teilweise 34,99 oder mal 39,99 und damit dürfte sie jetzt bestätigt sein. Und das wäre auch ein guter Hinweis, denn es gibt Gerüchte um eine Nintendo Direct. Also eigentlich sind das ja nicht wirklich Gerüchte, aber wir wissen alle, wenn GameStop zum Beispiel eine Liste mit Spielen rausbringt, die noch unter Verschluss stehen, wie hier zu sehen, denn die ist top aktuell, dann wird es wohl bald eine Nintendo Direct geben. Wie lange die noch hin ist, wissen wir nicht, aber meistens ist das im Zeitraum von 1 bis 3 Wochen soweit, wenn die Nintendo Direct angekündigt wird. Das ist ja bei Nintendo immer so ein großes Thema, wann denn wirklich so eine Direct kommen wird. Aber noch ein kleiner Hinweis dazu. Am 7. Januar, da werden wir hier live die Sony-Präsentation streamen, in der Hoffnung, dass Sony da die PlayStation 5 zeigt. Denn bisher gab es ja nur Gerüchte darum, dass man die PlayStation 5 auf der CES zeigen wird. Aber bisher gab es auch noch kein Dementi seitens Sony. Wir dürfen also gespannt bleiben, ob wir endlich auch die Konkurrenzkonsole der Generation 2020 sehen werden. So, das war's allerdings auch schon mit der aktuellen News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst doch den Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Oder auch mal ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Viel Spaß bei den Outtakes und ciao. Und was soll man sagen? Richtig. Und damit auch massiv die Wart. Das zweite Game ist im Grunde genommen... Wie heißt denn das Spiel? Goat Simulator. Mann! Alter, diese neue Halterung sticht. Meine Brust. Weil das ist so ein bisschen schwierig, immer irgendwelche YouTube-Werte. Weil das ist immer so ein bisschen schwierig, irgendwelche YouTube-Videos zu bewerten. Was ist denn los? Microsoft hingegen hat schon bestätigt, dass die Xbox One $399 beziehungsweise wahrscheinlich 329 Euro. Nee.